Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Veit Wilde und ich bin bei Fishing Tackle Max zuständig für das neue Seika Pro Hauptfischprogramm. Und leider sind die Produkte ja bis jetzt nicht im Handel, aber ihr dürft euch schon freuen, denn bald ist es soweit. Und ich möchte euch hier mal ein paar Köder zeigen, die da kommen werden. Hier ein schöner schlanker Gummifisch zum Zanderfischen, ganz speziell, den wird es in unterschiedlichen Größen geben, bis 20 cm. Das ist jetzt hier 12 cm, also eine gängige Länge so zum Zanderangeln. Und bei dem Köder ganz interessant, zum einen diese aufgemalten Augen, die können also nicht mehr abfallen. Und dieser Köder wirft sich auch extrem gut. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir den Kopf hier einfach ein bisschen verdickt haben. Dadurch liegt der richtig schön auf, wenn ihr Gegenwind habt. Ja, und ansonsten Gummimischung passt auch. Und der Köder, das ist ja jetzt hier im Moment noch ein Muster, wird dann auch nachher geflavored in den Handel kommen. Also vielleicht noch so ein extra Reiz für den Fisch, um zuzubeißen. In meiner Serie wird es noch weitere Köder geben. Das ist jetzt hier so ein Modell, was vor allen Dingen zum Hechtangeln interessant sein wird. Größerer Schwanzteller, flankt auch sehr schön im Wasser. Und auch den wird es in entsprechend großen Ausführungen geben. Diese Größe hier könnte man jetzt zum Beispiel auch sehr gut zum Nachtspinnfischen auf Zander einsetzen. Da kommt es ja ein bisschen auch auf diese stärkere Aktion an, um die Seitenlinie des Fisches anzusprechen. Und die großen Ausführungen dann, wie gesagt, zum Hechtangeln. Und den letzten, den ich euch noch zeigen möchte, das ist der hier, das ist so ein Allrounder hier nachher. Also relativ schlanke Form, wirft sich dann auch sehr gut. Hat hier durch die Einrippungen und den mittelgroßen Schwanzteller auch eine entsprechende Aktion. Eher so über den Schwanz raus, also nicht so stark flankend. Und denke ich mal, wird dann Hechtzander und in den kleineren Ausführungen auch Barsch sehr gut fangen. Ich denke mal, ihr werdet mit den Ködern sehr erfolgreich sein, wenn sie denn endlich da sind. Ich warte auch schon sehnlichst drauf. In dem Sinne, schaut vorbei, bei Angelsport Moritz wird es dir dann auf jeden Fall geben.